diese gestern und heute vielleicht zusammengefasst. Was hat sich denn an neuen Erkenntnissen jetzt wirklich ergeben aus den Befragungen der Zeug? Wir hatten gestern und heute noch einmal Mitarbeiter des Bundesnachrichtendienstes, die unmittelbar operativ mit der Prüfung von Selektoren sowohl in Bad Aibling als auch in der BND-Zentrale betraut und befasst waren. Wir haben dabei sehr deutlich herausarbeiten können, dass es sowohl Defizite bei der Filterung, bei der Prüfung von US-Selektoren gegeben hat. Noch einmal, Selektoren, das sind Suchbegriffe, die die Amerikaner deutschen Geheimdiensten zur Verfügung stellen, etwa Telefonnummern, Handynummern, E-Mail-Adressen. Und aufgrund dieser Suchbegriffe werden dann bei der Überwachung beispielsweise von Kommunikation in Krisengebieten Informationen überwacht, abgefasst und weitergereicht. Wir haben festgestellt, dass insbesondere bei der Frage, inwieweit hier ordentlich nach sogenannten G10-relevanten Informationen gefiltert wurde, das kann man ganz einfach übersetzen, also inwieweit hier Deutsche herausgefiltert worden sind, es offensichtlich dann zu Defiziten kommt, wenn solche E-Mail-Adressen beispielsweise nicht auf DE enden. Jetzt können wir davon ausgehen, dass eine ganz große Zahl von Deutschen nicht unter DE-E-Mail-Adressen kommuniziert. Ich habe das am Beispiel der E-Mail-Adresse von Günther Oettinger deutlich gemacht, der als EU-Kommissar, aber eben auch als Deutscher eine EU-E-Mail-Adresse hat, die auf EU endet. Und ich habe die klare Aussage bekommen, dass unter aller Voraussicht mit hoher Wahrscheinlichkeit zumindest bis 2013 Günther Oettinger nicht als G10-relevant erkannt worden wäre. Daraus kann man den Schluss ziehen, dass sämtliche Deutsche, die bei internationalen Organisationen oder zum Beispiel auch bei multinationalen Unternehmen arbeiten und die eben keine DE-E-Mails haben, die beispielsweise COM-Domains haben, GOV-Domains haben oder ähnliche Domains haben, dass die eben durchaus nicht herausgefiltert worden sind und damit in den Fokus der Überwachung geraten sind und dass deren Informationen und Kommunikation im Zweifel auch weitergereicht worden ist an die Vereinigten Staaten. Das Ganze ist für uns ein wesentlicher Beleg dafür, dass es im Bereich der Fernmeldeaufklärung von Auslandskommunikation erhebliche Rechtsdefizite gibt und erhebliche Kontrolldefizite gibt. Die SPD-Bundestagsfraktion hat vor einem halben Jahr hierzu deutliche Vorschläge gemacht in einem Eckpunktepapier, wie dies umfassend zu reformieren ist. Wir können sagen, nachdem der NSU-Untersuchungsausschuss eine Reform des Verfassungsschutzes notwendig gemacht hat, kann man sagen, der NSA-Ausschuss hat bereits jetzt deutlich gemacht, dass auch eine Reform des Bundesnachrichtendienstes und der Gesetze notwendig sein wird. Die Vorschläge liegen auf dem Tisch. Ich habe aber heute vom Abteilungsleiter 6, dem Zeugen Heiß, vernommen, dass das Kanzleramt darauf sehr verhalten bisher reagiert. Hier ist aber ein wenig mehr Tätigkeit auch angesagt, weil wir wollen das Ganze im Laufe des nächsten halben Jahres auf die Spur bringen. Wie war denn Ihr Gesamteindruck jetzt vom Zeugen Heiß? Also es macht ja jetzt nicht unbedingt so den Eindruck, dass Herr Heiß jetzt gerade dringenden Reformbedarf erkennen würde. Also wie wollen Sie das Kanzleramt dazu letzten Endes tragen, dass es dort eine Veränderung größerer Art anstrebt? In der Tat ist der Begriff richtig gewählt. Das Kanzleramt muss im Zweifel bei diesem Punkt auch getragen werden. Aber das Kanzleramt hat als Aufsichtsbehörde auch die Pflicht, die eigenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Bundesnachrichtendienstes zu schützen. Die jonglieren momentan bei diesen Tätigkeiten im luftleeren Raum. Es kursieren ja durchaus berechtigt zum Beispiel die Vorwürfe, dass man die G10-Kommission mit G10-Anordnungen, die für ganz andere Zwecke genutzt wurden, hinter die Füchte geführt hätte. All das ist ein riesengroßer Schlamassel. Es ist einfach eine dicke, graue Suppe. Und es ist die Aufgabe des Kanzleramtes als Aufsichtsbehörde, dafür zu sorgen, dass der BND bei seiner wichtigen Arbeit klare Grundlagen hat, aber eben auch dafür zu sorgen, dass es keine kontrollfreien Bereiche in der Tätigkeit unserer Nachrichtendienste gibt. Danke. Herzlichen Dank.